Ein herzliches Bonjour aus Paris. Ich grüße euch hier direkt neben Notre Dame im Hintergrund und, aber viel wichtiger für dieses Video, Shakespeare and Company. Ja, wir sind hier an sich nur im Urlaub, aber natürlich müssen so ein paar Spots besucht werden. Und für mich als Buchliebhaberin ist das natürlich unerlässlich, hier auch hinzugehen. Ich werde euch ein paar Fakten über diesen Buchladen Shakespeare and Company mit dazugeben. Das kommt dann später und ja, werde jetzt gleich erstmal exploren und freue mich schon, ja, sowohl auf die Historie als auch den Vibe, als auch die Bücher, die wir da finden werden. Viel Spaß beim Zusehen! Das originale Shakespeare and Company wurde 1919 durch die US-Amerikanerin Sylvia Beach als englischsprachige Buchhandlung eröffnet und war bis zur Besetzung Paris im Zweiten Weltkrieg Treffpunkt vieler Schriftsteller der Lost Generation. So trafen sich hier F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway und T.S. Eliot. Die Besitzerin war damals übrigens die einzige, die Vertrauen in James Joyce Ulysses setzte und die Publikation des heutigen Klassikers möglich machte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Laden allerdings nicht wieder eröffnet und Sylvia Beach verstarb. Zu ihren Ehren benannte der US-Amerikaner George Whitman seine Pariser Buchhandlung, die er 1951 gründete, 1952 um. Auch hier kamen berühmte Schriftsteller zusammen, Mitglieder der Beat Generation, darunter zum Beispiel Allen Ginsberg. Im Inneren des Gebäudes durfte ich leider nicht filmen, aber es gibt viele Fotos im Internet und das Reingehen lohnt sich in jedem Fall, denn die Stimmung in den engen Räumen voller Bücher war nahezu magisch. So, wir sind fertig und Mini zeigt dein Buch. Oh, ich habe auch ein Buch gekauft. Ich habe Red Queen gekauft von Victoria Aveyard. Habe ich auf TikTok gesehen und fand ich gut. Und ich habe es auch gestempelt bekommen. Ja. Ich werde gleich die Bücher, die ich gekauft habe, nochmal etwas im Detail zeigen. Sie sind auf jeden Fall jetzt in dieser schönen Tasche. Wir durften da drin tatsächlich leider nicht filmen. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass man dann noch schwieriger in dem Laden vorankommt. Es war sehr, sehr voll. Und die Buchhändler und Buchhändlerinnen, die die neuen Bücher gebracht haben, sind kaum durchgekommen. Es war echt verrückt. Ich habe eine ganz kurze Sequenz oben im Reading Room gefilmt, aber es war kaum möglich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir im zugehörigen Café einen Platz in der Sonne bekommen. Unser Kaffee ist getrunken und wir haben das Café jetzt verlassen, sind aber nur ein kleines Stück von da weggegangen, denn da saßen zum einen Menschen neben uns, zum anderen war es sehr, sehr laut. Wir hatten die Hoffnung, dass es in diesem Park hier trotzdem noch direkt bei Notre Dame ein bisschen leiser ist, denn jetzt gibt es, wie versprochen und so ein bisschen als Entschädigung dafür, dass ich drin nicht filmen konnte, einen kleinen Haul der Bücher, die ich mitgenommen habe. Und in diesem Beutel befindet sich der Schatz, findet sich meine Ausbeute. Gucken wir mal rein. Zum einen habe ich das Papier mitgenommen, auf dem die Sachen auf dem Tablett standen, weil da so Fragen sind. Kann man bestimmt auch als Journal Prompts nutzen. Dann mein Trenchcoat, natürlich für Paris ein Must-Have. Aber dann kommen wir hier zu dem kleinen Hall. Als erstes, und das hat man auch gesehen, dass ich es am Anfang draußen, wo man noch filmen konnte, mitgenommen habe. Cinnamon Gardens von Chiam Selvadurai. Ich weiß ehrlich gesagt hochgradig wenig über den Inhalt dieses Buches, wollte es aber die ganze Zeit schon mal haben, kaufen und es war mir nicht möglich, weil es eben so ein, ich sag mal, exklusives Buch ist. Ich habe davon gehört, weil der Booktuber, einer meiner liebsten Booktuber, Jack Edwards, darüber gesprochen hat und habe es mir auch stempeln lassen. Und in dem Buch vom sri-lankisch-kanadischen Autor geht es um das Ceylon der 1920er Jahre. Es geht um Repression, um Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden und um arrangierte Ehen.
Auf jeden Fall war es nicht so einfach, das zu bestellen. Und so habe ich es gebraucht für 5 Euro gefunden. Und das musste einfach mit, weil es irgendwie ein Zeichen ist, wenn ein Buch, das ich die ganze Zeit nicht bestellen kann, dann plötzlich vor mir auftaucht. Als nächstes durfte ein Buch mit, welches deutlich moderner ist. Ich glaube, es ist ein paar Jahre alt, und zwar Useless Magic von Florence Welch. Das ist ja die Leadsängerin von Florence and the Machine, einer Band, die ich sehr gerne höre. Und ja, das ist ihre Sammlung an Eindrücken, an Lyrics. Und das hier zu sehen, hat mich irgendwie auch zum Kauf bewegt. Und die Kassiererin meinte, sie wusste gar nicht, dass es dieses Buch gibt und ist jetzt auch inspiriert, das vielleicht auch mal zu lesen oder anzuschauen. Auf jeden Fall ein sehr visuelles Buch und auch hier freue ich mich schon, es zu lesen. Und dann das letzte Buch dieser Ausbeute, The Lesser Bohemians von Amir McBride. Von diesem Buch habe ich noch nie gehört. Ich wollte unbedingt ein Buch mitnehmen, was ich nicht kenne, was ich einfach jetzt beim Stöbern gefunden habe. Und was mich daran angesprochen hat, ist, dass es um ein junges irisches Mädchen geht, die nach London zieht und da Theater und Schauspiel studiert und sich dann in einen älteren Schauspieler verliebt. Und dann steht hier, she is naive and thrilled by life in the big city. He is haunted by demons and the glamorous relationship that ensues risks undoing them both. Also, ich glaube, es wird um Beziehungen gehen, um Dynamiken. Es hat auf jeden Fall hier auch die Longlist vom Women's Prize for Fiction im Jahr 2017 geschafft. Also es kann gar nicht so schlecht sein. Ich bin kein Fan vom Cover, aber der Inhalt klang einfach sehr interessant. Und ja, präsentiert habe ich das jetzt alles in diesem schönen Beutel, den ich auch gekauft habe. Einfach weil iconic. Ja, und das sind die Bücher, die mitkommen durften. Hier nochmal versammelt. Und ja, wir werden uns jetzt noch Notre Dame anschauen. Es ist ja ganz in der Nähe. Die Sonne scheint heute tatsächlich zum ersten Mal so richtig, seit wir in Paris sind. Und wer daran interessiert ist, noch ein paar mehr Eindrücke von unserer Reise zu sehen, der kann gerne auf Ninis Kanal vorbei. Ein bisschen Zeit für Self-Promo. Wer meinen Kanal schon länger schaut, hat sie auch schon mal gesehen. Wir haben schon mal ein Video zusammen gedreht. Das ist allerdings auch mittlerweile fast ein Jahr her, glaube ich, vielleicht sogar ein ganzes. Oder mehr, also schon sehr lange her, aber guckt gerne da vorbei. Ich verlinke natürlich alles in der Infobox. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffentlich genauso sonnig wie heute in Paris. Liebe Grüße!